Ein endloses Labyrinth mit verwirrenden Windungen und voller gefährlicher Gegner. Der letzte Teil der Reise war schwieriger als alles andere zuvor. Mario und seine Freunde setzten den Weg ohne Bowser fort. Sie hatten keine Zeit, ihn zu suchen oder auch nur, um ihn zu trauern. Unsere Helden wussten, dass sie sich beeilen mussten, um Graf Knickwitz zu stellen. Kapitel 8.2. Hallo und herzlich willkommen zu Der Sturz. Oh Mann. Kapitel 8.1, also die ersten Kapitel der Welten sind immer recht kurz. Wieder eine Erschütterung. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Seltsam, das hier ist doch Graf Knickwitz eine eigene Burg. Warum lässt er zu, dass die Zerstörung auch sein Zuhause trifft? Wozu ist der Plan gut, wenn er sich selbst damit mitzerstört? Lumiere, also bist du es wirklich? Also wir sollten weiter. Ich habe vor mal Pokerface aufgesetzt. Wir müssen Graf Knickwitz finden, so schnell wie möglich. Okay. Ja, wir können ihn wieder zurück. Bowser ist tot, platt gequetscht. Und ja. Oh, hier sind springende Springis. Okay. Scheiß springende Sprack-Sprick. Sprick und nicht Sprackle-Spuck. Okay. Dich kann ich so besiegen. Oh. So. Wenn man zweimal auf die drauf springt, dann haben sie keine Chance, sich zu teilen. Deswegen ist das ganz gut. Okay. Und wieder so ein Auge. Die ein bisschen unlogisch sind, weil sie zwischendurch schießen, aber trotzdem dann verwirrt sind, wenn man um sie rumläuft. Verstehe ich nicht ganz, aber naja, passiert. Los, schnell, töten. Okay. Von denen kriegt man 2000 Erfahrungspunkte, das ist voll viel. Mhm. Oh. Oh, Angriff ist um 1 gestiegen. Ey, das ist cool. Jetzt machen wir 8 Schaden. Nein, irgendwie nicht. Wir machen 16 Schaden. Ach ja. Der Sprung würde 8 Schaden machen. Ne? Nee. Weil Hammer ist immer irgendwie das Doppelte. Und... Oh, da seid ihr eigentlich. Mimi? Du bist doch Mimi. Melon, was machst du denn hier? Ich habe etwas Interessantes im lichten Prognostikon gefunden. Daher bin ich hier. Um Graf Knickwitz zu finden, müsst ihr diesen völlig harmlosen Block anstoßen. Also warum stoßt ihr nicht ordentlich an? Spinnst du? Wo liegt das Problem, werter Held? Stoß besser mal den Block an. Keine Zeit zum Trödeln. Mach schon und stoß den Block an. Weniger nachdenken, mehr Blöcke anstoßen. Ein beherzigter Stoß ist jetzt vonnöten. Du musst mir glauben. Du glaubst mir nicht? Sieh dir diesen Bart an. Hat er dich je belogen? Okay, das ist... Stoß den Block an! Stoß den Block an! Stoß den Block an! Den Block, Dummkopf! Den Block, Dummkopf! Den Block, Dummkopf! Stoß ihn einfach an. Mal rein hypothetisch betrachtet, angenommen, es gäbe sogenannte Auslöser. Nehmen wir an, du willst Eis essen, hast aber den Eisauslöser nicht ausgelöst. Solange du den Auslöser nicht auslöst, gibt es also kein Eis. Genau das, so ist das jetzt hier. Stoß den Block an! Bitte stoß ihn einfach an. Bitte stoß ihn einfach an. Bitte stoß ihn einfach an. Okay. Gut. Was für Spastis. Pfeifen. Oh Mann. Wow, ein Gefängnis. Ja, wie witzig. Wir können uns zwar platt machen, aber wir können nicht zur Seite platt sein. Wenn ihr versteht. Und dann da durchgehen. Deswegen müssen wir in ein Loch reinspringen, was natürlich logisch ist. So, Krabum, so. Hallo. Und Kabum. Alles klar. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber da ist was. Da ist eine Tür. Okay. Ich gehe mal davon aus, die Röhre würde uns jetzt nicht weiter... Wow, wir müssen mal Surfer benutzen.
Ey, wow. Ein Block. Wir mögen Blöcke. Okay. Okay, ich wollte noch kurz gucken, ob es... irgendwas gibt. Ach so. Mit ihm kann man ja... Stimmt, mit ihm kann man auf stachelige Gegner springen. Daran habe ich noch nie gedacht. Das ist quasi das Äquivalent zum Hammer. Ich habe mich schon immer gefragt, wieso man das nicht kann. Oder dass es halt keine Möglichkeit gibt, das zu tun, aber offenbar doch. Alter! Solange ich blinke, kann ich nicht auf die drauf springen. Merken. Warten. Jetzt. Okay, ich gehe einfach weiter. Oh nein. So. Stopp. Oh Gott. Okay. Das wäre erledigt und am besten gehen wir jetzt durch diese Röhre, schätze ich. Wahrscheinlich hat sie sich... Oh nee, ich sehe schon. Sie hat sich um eins nach links verschoben. Aha. Und wir müssen in die ganz linke rein. Aber da liegt noch was. Okay. Also wir müssen in die ganz linke rein, das merken wir uns. Also müssen wir noch... Zweimal? Moment. Also einmal würde es... Komm. Einmal würde es dahin, zweimal... Dreimal. Also dreimal. Oh. Dreimal. So. Ihr seid natürlich wieder da. Ist mir egal. Diesmal berühre ich euch einfach nicht. So, eins. Zwei. Und drei. So. Alles klar. Man sollte da jetzt an der falschen Stelle sein. Okay, jetzt dreimal. Dann jetzt dreimal. Eins. Zwei. Drei. Naja, wer weiß, ob die sich... Also ob er sich auch immer nach links um eins bewegt, also... Vielleicht geben die Fackeln einen Hinweis. Nein, keine Ahnung. Okay. Okay, mach ich zwei? Hä? Ich kapiere das nicht. Eins. Zwei. Okay. Ich weiß ja nicht, wie der Rhythmus ist von dem Ding. Hä? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Ändert sich das überhaupt noch? Oh, hier ist ja noch eine Tür. Was soll? Kommt die Tür her? Okay, offenbar kann man einfach durchlaufen. So, und was passiert jetzt? Okay, hier war in die andere Richtung wird schwierig. So, und jetzt, was passiert? Ja. Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn man ein zweites Mal drückt. Ich muss ja immer wieder hin und her rennen, um zu gucken. Oh. Um zu gucken, was überhaupt geschehen ist. Aua, okay. Funktioniert nicht, danke. Vielleicht checke ich irgendwas einfach voll nicht. Und langsam glaube ich das wirklich. Aber naja, passiert. So, du bist jetzt ein weiter, okay. Und dann versuche ich jetzt doch nochmal zweimal zu drücken und dann nochmal durchzukommen. Ich kapiere das nicht. Also wofür der rechte Schalter dann da war. Diese Tür hier erscheinen zu lassen, aber es hat die Röhre ja auch verschoben.
Deswegen kapiere ich das nicht ganz. Aber ja. Töte mich, während ich einfach nur stehe. So. Bitte, bitte, bitte. Ja, gut. Hm. Okay. Oh. Wir werden mir so mit Items zugeworfen in letzter Zeit. Keine Ahnung warum. Oh, ein Schlüssel. Und ein Lebenspilz. Das ist doch gut. Okay, und hier ist ein Loch und sonst nur die Röhre. Okay. Hm. Ah, hier ist schon. Ach, okay. Okay, na dann. Ja, wer hätte gedacht, dass wir von oben kommen? Und hier zurückkehren. Nochmal in den Knast will ich aber nicht. Oh. Ach, die wechseln jetzt. Aber es macht nichts. Hauptsache, man hat genug Zeit zum Raum zum Ausweichen. Ach, hier wollen wir dann vielleicht schon. Oh. Ach, nur einen machen die Schaden. Aua. Ja, ich gehe. Ich gehe einfach mal hier durch. So. Den Knüppel brauche ich jetzt, um diese Viecher zu töten. Okay. Oh. Ein Giftpilz. Oh. Eine Karte. Tschüss, Giftpilz. Aha. Aha. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwo runterlaufe und sterbe. Schlüssel? Hm. Ein Pilz. Okay, das brauche ich aber. Tschüss, Hartpanzer. Dich brauche ich nicht unbedingt. Ja. So, erstmal ein bisschen warten. Ich könnte auch mal wieder Surfer benutzen, weil ich glaube, der ist doch ein bisschen schneller. So. Okay. Dann haben wir was zum Heilen bekommen. Das heißt, das war schon mal der alternative Weg. Wieso mache ich das eigentlich immer noch so scheiße? So. Alles klar. Gehen wir weiter. Und... ich will es haben. Das war es mir wert. Wie, ich bin jetzt... Oh, nee, ich bin woanders. Okay. Ich dachte schon, ich lande wieder an dem Gefängnis. Das wäre ein ziemlich kackweg. Oh. 500 Erfahrungspunkte. Das war knapp. Und so. Die musste man bestimmt besiegen. Ha, wollte ich gerade sagen. Habe ich gerade gesagt. Egal, wir haben Pilze umsonst bekommen. Das hat sich voll gelohnt. Okay. Dann darf ich den jetzt nicht noch einmal einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich springen muss. Ich glaube nicht. Das ist es mir wert. Oh, ich finde es so asozial manchmal, dass man getroffen wird, wenn man noch gar nicht wieder fit ist. Hm. Ich glaube, den Pfirsich esse ich jetzt gleich. Pfirsich. Oh, 10. Ich dachte irgendwie nur 5. Oh gut, dann sind wir jetzt fast schon wieder voll geheilt. Das ist toll. Hallo, geh durch bitte. Hallo? Kann ich nicht durch die Röhre aus dieser Perspektive? Kann ich. So. Hier ist bestimmt noch einer. Wie weit geht das noch? Und da ist ein Speicherplatz. Okay, mache ich noch das hier und dann beende ich den Part.
Und dann speichere ich und dann beende ich den Part. Was? Ach, ich muss ja wahrscheinlich sowieso lang, weil hier ein Schlüssel sein wird. Aha. Ach, diese Gegner, die sich aufteilen. Und hier ist der Schlüssel. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Oder ist er? Nee. Der Part ist noch nicht vorbei, oder? Okay, dann ist er noch nicht vorbei. Dann gehen wir doch noch durch die Tür, nachdem wir gespeichert haben. So. Zack. Und wir sind sogar voll geheult. Wir sind voll geheult. Wie wunderbar, ihr seid nun hier. Ich wusste, ihr kommt her zu mir. Helden, lauft nicht weg. Bleibt hier bei mir auf diesem Fleck. Die Sterne führten euch hierher. Oh, wie schön, das freut mich sehr. Bist du wirklich Merli? Oh, wie? Was willst du damit sagen? Ach, man möchte glatt verzagen. Ihr seht mein liebliches Gesicht und glaubt mir trotzdem nicht. Ha! Ich stelle euch der Fragen 3. Antwortet von der Leber frei. Seid ehrlich und belügt mich nicht. Sagt mir die Wahrheit ins Gesicht. Seid ihr bereit? Es ist Fragenzeit. Welcher der von den dreien bereitet euch die größte Pein? Gumba, Klubber, Ultrapilz. Ultrapilz, natürlich. Also dieser da macht dir am meisten Angst. Das ist auch von Paper Mario 1 geklaut. Und welcher dieser fiesen drei macht eure Knie glatt zu Brei? Fuzihammer, Bruder und Donnerzorn. Das macht euch vor Furcht ganz kalt und heiß. Ach, wie gut, dass ich das weiß. Und welche hier sind euch zuwider wie falsch gesungene Kinderlieder? Susel, Wusel, Konrad, Fehlschlag. Ein Fehlschlag. Das also macht euch sauer, interessant. Jetzt bin ich schlauer. Ach, wie war das heiter. Aber leider muss ich weiter. Doch keine Angst und seid nicht bang. Wir sehen uns bald, dauert nicht lang. Tschüss. Ja, die hat uns Fragen gestellt, was wir alles nicht mögen und deswegen... Eigentlich sollten wir ehrlich antworten. Aha. Ja, jetzt wird sie uns vermutlich Fallen mit solchen Sachen aufstellen. Und zwar direkt vor unserer Nase. Hallo, Superpilz. ich frage mich, ob der halt bleibt. Achso, man kann ihn aufsammeln. Nee, doch nicht. Okay. Verkackt. Hallo. ja. Schöne Fallen. Und Donnerzorn. Tschüss, Stoppo. Und zum guten... Boah, ganz viel Fehlschlag. Wie viele von anderen Sachen wären hier gewesen? Nein, ich will das nicht. Obwohl ich mich da mit denen auch voll heilen könnte, weil die einen KP heilen. Also, wenn ich nicht schon voll wäre. Yeah! Wie kann das sein? Unmöglich! In diesen Räumen war alles, was ihr hasst. Wie seid ihr da durchgekommen? Es sei denn natürlich, ihr fiesen Gemeinis, ihr habt mich angelogen. Wie kannst du es wagen, uns Vorträge zu halten? Du hast gerade Merlin und Merli nachgemacht, um uns in die Fallen zu locken. Du solltest dich schämen. Mich schämen? Ich kriege gern, was ich will und ich tue alles dafür. Du musst doch ständig gerettet werden. Dafür solltest du dich schämen. Und du hast eine ganz große Klappe, wenn deine kleinen Beschützer hier sind. Du! Also gut, wenn du es so willst, sollst du bekommen, was du verdienst. Prinzessin Peach, werdet doch nicht... Haltet euch da heraus. Ich bin eine Prinzessin und sie hat mich beleidigt. Ihr mischt euch nicht ein. Kapiert? Okay, ich gehe rückwärts. Ach, das süße kleine Prinzesschen will ganz allein mit mir anlegen. Deine kleinen Freunde werden... Hier werden sicher traurig sein, wenn ich mit dir fertig bin. Mi, 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 knicki, 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 kracke. Gut. Ach ja. Das heißt, wir lassen Peach als nächstes zurück und dann noch Luigi. Hallo. Mimi,
versuche nicht zu heulen oder deine Schminke wird verlaufen. Aua. Ach, ich dachte, der Hut oder so macht ihr Schaden. Kann ich irgendwas machen? Der Regenschirm müsste mich eigentlich... Sonnenschirm müsste mich eigentlich schützen. Ist das ein Sonnenschirm? Ich glaube schon. Kann ich mit irgendwas höher springen oder so? Oder... Kann ich Pixu benutzen? Vielleicht? Ich glaube nicht. Ja, dann warte ich einfach, bis sie unten ankommt. Ich vergesse mich. Irgendwie erwarte ich, dass sie dann diese Kristalle rausschießt und nicht, dass sie sich selbst voll dreht. Wo ist eigentlich dein Unbesiegbarkeitszauber, hä? Verändert ihren Mund irgendwie. Oh! Wieso duckst du dich, Peach? Oh. Das ist auf jeden Fall härter als Bowser hatte. Ich esse mal was. Einen Supermix. Und vielleicht kann ich auch mal ein Item benutzen. Bereitet dir bestimmt Schaden mit. Keine Angriff mehr gegen. Okay. Schön. Geht das jetzt, wenn sie ihre Kristalle verliert? Das war's. Okay. 12. Ach, ich sehe gerade, dass sie ihre Beine verliert. Hat sie gerade nur noch ein Bein? Okay, tschüss. Ich kapier das nicht! Besiegt von einem schwachen, verwöhnten Prinzesschen! Du. Was ist los? Hat klein Mimi sich an dem Prinzesschen die Milchzähne ausgebissen? Ihr habt es geschafft, Prinzessin. Die Leere breitet sich aus. Wenn wir weiter trödeln, sind wir erledigt. Du hast recht. Los, weiter. Tschüss. Mimi, du kannst hier nicht bleiben. Such dir einen sicheren Ort. Ja, klar. Als ob dich das interessiert. Ah! Oh nein. Was war das? Was war das, meine ich? Prinzessin? Ja. Sie geht dich auf. Oh nein. Was tust du denn da, du Dummerchen? Was ich tue? Ich will dir helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, du gehörst zwar zu den Bösen, aber ich kann dich nicht einfach fallen lassen. Wenn jemand Hilfe braucht, muss man ihm helfen, egal wer es ist. Peach. Warte, ich hab dich... oh nein! Oh nein! Die ganze Burg hat gebebt und die Tür lässt sich nicht öffnen. Erst Bowser und jetzt die Prinzessin. Was sollen wir tun, Mario? Wir müssen weiter. Wir können die Prinzessin doch nicht einfach hier lassen. Ja, aber Bowser.
Es ist schrecklich, aber es ist das Ende der Welt, aller Welten. Wir müssen weiter. Prinzessin Peach würde es so wollen. Ja, ich denke, Prinzessin Peach würde das auch so sehen. Ich mache mir Sorgen um sie, aber sie wäre bestimmt böse, wenn wir trödeln. Also los, Mario. Jo. Okay. Und damit ist das Kapitel beendet und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Danke fürs Zusehen und so weiter und so fort. Ach ja. Ende des Kapitels. Und wir speichern natürlich. Aber wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part, habe ich ja gerade schon gesagt. Tschüss und bewerten und so nicht vergessen. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss.